Einen schönen Juten, meine Heyday-Freunde und Agrarwissenschaftler. Ein frohes Neues wünsche ich noch. Ja, willkommen im Jahr 2020. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Supercell? Nicht wirklich, weil die Fehler häufen sich immer mehr und mehr. Aber alles Weitere nach dem Intro. Ja, wir kaspern hier nochmal ab. Also, Fehler war gewesen. Zwar war letztes Mal so ein Schiffsevent gewesen. Und ich war auch betroffen. Ein Boot, ja, das erste ist ja sowieso nicht. Und das zweite sollte ein Puzzleteil sein. Nee, Quatsch, kein Puzzleteil. Landerweiterungsrollen und war nichts. War absolut nichts. Badepuschel hat den ganzen Tag nichts gehabt. Die hat heute Paket, hat sie mir erzählt, Paket gekriegt, 4 Stück vom Support. Ich habe den Support angeschrieben, ich warte immer noch auf Antwort, war irgendwie heute auch was drin, automatisch, weil zu viel Anfragen sind oder wie auch immer, ob das Problem noch bestehen würde. Ja, mein erstes Schiff hatte, beziehungsweise das zweite hatte keine Landerweiterung gehabt. Das Problem geht ja nicht aus der Welt. Also jedenfalls das eine, das Schiff habe ich gemacht. Ich habe einen Screenshot hingeschickt, das eine, die deine Landerweiterung möchte ich gerne haben. So, des Weiteren war bei Badepuschel, irgendwas hatte sie mit Puzzleteilen, gab es auch nicht. Hatte sie auch 4 Stück gekriegt. So, Problem war gewesen, im Tal haben sie ihr das letzte, was sie heute noch kriegen würde, gestrichen. Damit würde sie jetzt laut Derby auch, würde sie fertig werden. Ja, und wieder ein Brief nach Support hin. Also ich glaube, dass Fehler, die wollen gar nicht, dass man sich erfreut hier irgendwie an Sachen, die man dann endlich mal fertig kriegt. Ja, bei mir dauert es auch nur so ein bisschen. Aber wir gucken mal rein ins Tal. So, ich habe noch ein bisschen gesammelt. Wie gesagt, ich habe ja schon immer erklärt, ich fahre hier einmal so rum, diesmal ist ein bisschen mau, nur ein Tier. Gucken, ob wir vielleicht auf der anderen Seite, bin ich auch schon rumgefahren, hier sind 2. Ich glaube, die können wir mal abfahren, ich habe noch ein bisschen gesammelt gehabt. Weil nach meiner Berechnung bringt das immer am meisten. Einmal rumfahren, Tiere absammeln und dann hier zurück. Weil hier kriegt man immer nur so ein bisschen antocken. Und wenn man 3 Tiere dann abliefert, gibt es doch eigentlich mehr. Deswegen sammle ich immer so ein bisschen und mache lieber 3 Tiere und einmal nur am Tag und hole dann mehr Tocken da. Gestern ist durch Zufall, habe ich mal, oder was heißt zufällig, aber ich bin halt so eine Tankstelle angefahren und ja, ich habe mal 3 Benzinkanister geschenkt gekriegt. Sonst hat das. Heute wieder 3. Es wird. Sonst musste ich immer dann die ganzen Klamotten immer mit Dias holen. Das habe ich nicht gemacht. So, das Nilpferd nehmen wir hier auch nochmal mit. So, da haben wir schon 2. Ich habe natürlich auch schon fleißig gekauft. Wir können hier oben nochmal reingucken. So, jetzt arbeite ich eigentlich nur noch auf die Tocken hin. Für gut 4 Tage, 16 Stunden dauert es noch. Diesen Teilballon. Den will ich auf jeden Fall haben. So, wie ihr seht, hier oben habe ich eine Landerweiterungsrolle, eine Klopapierrolle da gekriegt. Hier habe ich aus lauter Frust schon Klebi gekauft. Hier ein Puzzleteil. Hier noch eine Klorolle. Hier habe ich noch gar nichts. Die Karte hätte mich vielleicht interessiert, aber die Grünen sind sowieso knapp bei mir. Daher lasse ich da lieber meine Finger von. Hier nochmal eine Klorolle. Und ja, hier ein Puzzleteil. Gut, von den Roten, da haben wir natürlich auch einiges. Oder von den Blauen. Muss ich mal gucken, wenn es mal wieder voll ist. Ja, ich bin da schon, ja, ein bisschen fehlt noch. 800, dann bin ich schon wieder bei 6000 voll.
So, das Sparschwein ist auch voll bei mir. Wie ich gehört habe, wie die Gerüchte lauten, genaueres weiß ich nicht, habe auch nur Gerüchte gehört. Ende der Talsaison soll man die kaufen können. Also diese Tocken, was man da gesammelt hat mit dem Sparschwein für 25 Dias. Bin ich wieder heavy. Wieder Dias, wieder Dias. Oh, der will aber weit fahren. Ja, da fahren wir mal. Mal gucken, hier ist noch ein Elefant. Da fahren wir einmal hier rum. Ja. Finde ich heavy. Allerdings, wenn man das genau geschickt berechnet, kann man sich ja hier, wenn man noch genug andere Token halt, so 800 von den anderen hat, kann man sich 40 Diamanten holen. Minus die 25 würde man 15 Diamanten noch kriegen. Das ist natürlich eine Rechensache. Muss ich gucken, wie viel ich da hasche. Ansonsten hier diese, auf jeden Fall die Teildeko, die soll drin sein. Ansonsten gebe ich da keine 25 Dias für auf. Ne, das mache ich nicht. So, aber wie gesagt, als kleiner Tipp, wer dann noch 15 Dias haben möchte, so wäre das dann. Aber das ist natürlich eine Rechensache und hier filigrale Sammelei. Aber es ist alles möglich. So, hier hatten wir ja schon mal. Dann fahren wir hier noch einmal hin. Einmal Butter, das passt. So. Nehmen wir auch noch mal an. Und, oh, Kinders. Ne, das ist mir zu weit. Das ist mir zu weit, das mache ich nicht für diesen Pinsinn. Wir fahren dahin. Habt ihr gesehen, wie viel es da gegeben? Ich kann noch mal einblenden. 240 rote, 173 blaue und 85 grüne. Also für mich lohnt sich das mehr, wenn ich hier so ein bisschen rumeiere. Was war das jetzt hier nochmal? Ja, halbe Stunde warten. Und dann kann ich hier nochmal rumeiern. Da wäre nochmal einer. Gut, einer bringt nicht so viel. Also zwei müssen schon mindestens sein. Aber vielleicht kommt er in der Laufe der Zeit oder bis heute Abend nochmal ein zweites oder drittes Tier dahin. Dann kasper ich da so ab. Weil ich bin ja hier oben auch schon wieder relativ voll. Also folgedessen bringt das nichts. Also ich habe diese Kästen hier aufgemacht. Hier die Bombe, gleich die zweite, Bub, fertig. Also es war nichts Dolles drin hier. Das war nicht der Rede wert. Ja, wir gucken. Derby, ich weiß nicht, wie es bei euch läuft. Ein bisschen schleppend. Die 320er am Boot haben wir haufenweise. Aber ansonsten ist das relativ schleppend, das Derby. Dann gucken wir mal rein. Hier haben wir ein Puzzleteil. Was sich so lohnt, zweite Puzzleteil, ja, zwei Puzzleteile. Wir sind aber momentan noch Platz 1, relativ gut, die ersten sind auch schon durch, gucken wir mal rein. Marva, neu bei uns in der Gruppe, ist durch, beide Puzzle durch, ich bin durch, Rugida ist durch und Georgie ist durch. Ja, der Rest kommt, passt alles. Alles Piano. Ja, wir gucken nochmal wegen Puzzleteile. Also zwei kriege ich jetzt noch im Derby, aber fertig werde ich dadurch nicht. Können wir nochmal rüber gucken. Kurz mal anpflanzen hier. In der Stadt. Ja, zack, 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 zack. Ja, vier Stück fehlen noch. Also zwei habe ich, kriege ich nach dem Derby. Da fehlen immer noch zwei. Okay. Wie ich gehört habe, einige sind schon fertig. Und manche sind auch nach dem Derby fertig. Gut. Was wollte ich noch? Ach so, neuer aktuelles Event. Globale Ereignisse sind, ist ja die Hilfe hier. Also zwei Tage, 15 Stunden. Wir sind da gut im Rennen. Gibt eine schöne Deko hier oben. Neujahrsdeko. Finde ich in Ordnung. Es wurde auch mal Zeit, dass hier mal wieder diese globalen Ereignisse stattfinden, dass wir auch mal Deko kriegen, beziehungsweise Diamanten sollten sie öfters auch machen. War eine ganze Zeit immer gewesen, jede Woche, fand ich gut. Und war auch immer relativ knapp, spannend und
etliches geschafft, fand ich auch gut. Sollten sie mal so weiter handhaben und ein bisschen Deko rauskloppen. So Neujahrsdeko, wie ihr hier seht, haben wir noch liegen. Ja. Warum geht das nicht? Kann ich nicht einbunkern? Okay, keine Ahnung warum. Ja, vielleicht sollte ich auch mal länger drauf drücken, jawohl. Ich packe so ein, war ja nur für Silvester und Neujahr. Gut, so viel war es da nicht. Und dann kommt die alte Deko wieder zum Vorschein. Ja, meine Freunde, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Schönes Leben. Euer Onkel Jens.